Amerika. Jahrzehnte lebten die Indianer in Frieden. Sie bevölkerten den Kontinent von einem Ort zum nächsten Ort. Sie behandelten die Natur wie ein junges Wild, einfühlsam, vorsichtig, wie eine junge Pflanze, die erst kurz das Licht der Welt erblickte. Sie ritten durch die Prärien, durch die Täler, die Schluchten, die Berge, die Savannen, fanden eine schöne Natur. Die Büffel grasten in der Prärie. Die Natur erstrahlte in einem Farbenbild, das man sich nicht vorstellen konnte. Die Natur gehörte ihnen. Und so wäre es heute noch, wäre dieser Tag niemals gekommen. Wir schreiben den 12. Oktober 1492. Gerade segelte Christoph Kolumbus nach Amerika. Er wollte einen anderen Seeweg nach Indien finden und betrat nach einigen Tagen Amerika, das Land der Indianer, eine neue Welt. Männer, wir sind da. Indien. Endlich. Nach so vielen Tagen und Wochen haben wir endlich unser Ziel erreicht. Der König wird begeistert sein. Was wollt ihr hier? Wo kommt ihr her? Wir sind Schiffsreisende. Wir sind im Auftrag eines Königs hier. Wir wollen den Kontinent entdecken und einen neuen Seeweg finden. Den haben wir jetzt gefunden. Unglaublich. Der König wird mich ehren und zum Ritter schlagen. Endlich Anerkennung. Ihr sollt unsere Gastfreundschaft kennenlernen. Wir rauchen in unseren Dörfern das Kalume, die Friedenspfeife. Kommt mit. Danke. Das nehmen wir gerne an. Los, Männer, wir gehen mit. Mal schauen, ob wir hier einige Dinge als Beweis mitnehmen dürfen. Einige Jahre später. Die Nachricht, dass es in Amerika viel Land gab, lockte tausende Siedler in die neue Welt. Aber auch Banditen und Glücksritter. Diese Banditen waren zu allem bereit. Es ist ein geheimnisvoller und gefährlicher Ort, den nur wenige kennen. Jeder, der diesen Ort aufsuchte, kehrte nicht mehr lebend zurück. Das Tal des Todes. Sagenumwobene Erzählungen berichteten darüber. Düstere Mächte wachten über dem Tal. Die Indianer glaubten, der Teufel persönlich wohnte hier. Zumindest das war wahr. Ein übler Geschäftemacher trieb hier schon lange sein Unwesen, ohne dass ein Außenstehender etwas davon bemerkte. Er ließ für die Gewinnung des wertvollen Quecksilbers unschuldige Siedler und Indianer in das Tal schleppen und für sich arbeiten. Sie wurden wie Sklaven gehalten und behandelt. Dieser Mann hatte seine Seele schon längst an den Teufel verkauft. Er nannte sich Roller. Ah, Roller, amigo, da bist du ja wieder. Hast du neue Gefangene für unser Tal mitgebracht? Ah, Le Flore, aber natürlich hier. Direkt in der Prärie angetroffen. Zu blöd, dass ihr mir geglaubt habt. Los, bringt sie in den Stollen. Es wird Zeit. Wir haben schon Zeit genug verloren. Das Quecksilber ist teuer und lässt sich nicht so schnell abbauen. Wir brauchen einfach viel mehr Arbeiter. Diese Idioten hier krepieren doch eh bald. Dies ist ja auch kein Wunder. Ihr haltet sie wie Sklaven. Sie bekommen nichts oder nur sehr wenig zu trinken. Da kommt der Tod ganz schnell und automatisch. Ihr seid der Teufel. Lasst wenigstens die Frauen und Kinder gehen. Ihr seid doch wahnsinnig. Gott wird euch bald richten. Ach, Adlerhorst, ihr edler Retter. Wasser ist eben teuer in dieser Gegend. Ihr immer mit eurem Gott. Wo ist er denn? Er lässt es zu, dass ihr hier gefangen seid. Euer verfluchter Vater wollte die Rechnung ja nicht bezahlen. Selber schuld. Jetzt schaut er von oben auf euch herab, wie ihr euch hier zu Tode schuftet.
Verdammt, LeFlore! Was war da los? Der Stollen ist eingestürzt. Es gibt viele Tote. Eine Fackel muss sich entzündet haben und das Quecksilber zur Explosion gebracht haben. Ihr Idioten! Schon wieder weniger Arbeiter! Ich brauche echt bald neue. Das Personal stirbt mir hier andauernd weg. Ich mache hier nicht mehr mit. Gut, das brauchst du auch nicht mehr. Diese Leute habe ich gerne. Nicht arbeiten und dann noch eine Gewerkschaft gründen wollen oder sowas. Dreckspack. Ach, übrigens, LeFlore, ist der eiserne Fall schon eingetroffen? Nein, Amigo. Noch keine Spur von der räudigen Rothaut. Die Weißen irren sich. Hier steht der eiserne Pfeil mit seinen Kriegern. Was ist passiert? Bist du verletzt? So, Nataka, hast du das Feuerwasser? Nein, alles soweit gut. Ein paar Idioten hier waren nur unvorsichtig mit dem Sprengstoff. Aber natürlich habe ich dein Feuerwasser. Was hält der große Maricopa-Häuptling von mir? Für dich doch immer, mein guter Freund. Hier, ein Planwagen steht schon für dich bereit. Das Feuerwasser, das mir so gute Träume und Wunder beschert. Es macht mich zu einem mächtigen Krieger. Ich danke dir. Hör zu, eiserner Pfeil. Ich habe eine neue Aufgabe für dich. Die soll es sein. Die Maricopas werden alles für dich tun, solange du uns mit Feuerwasser belieferst. Okay, ihr greift die Missionsstation der Paloma Nakane an. Ihr wisst ja, sie wird von den Apachen verehrt. Weiß der Teufel warum. Tötet alle Bewohner. Sie dürfen mir nicht zu nahe kommen, sonst ist mein Geschäft und alles hier gelaufen. Als Lohn erhältst du die Gefangene und darfst sie töten. Und 10x10 Gewehre für deinen Stamm. Damit rottest du die Shirikawa-Apachen aus und vor allem Winnetou und machst dich zum größten Häuptling deines Volkes. So soll es sein. Die Mission soll brennen. Brennen, so wie unsere Herzen. In 3 Monaten werden wir angreifen. Hau! Sehr gut. Keine Probleme, wie schön. Na, Martin Adlerhorst, seht ihr, wer hier das Sagen hat? Der Teufel soll euch holen und in die Hölle geleiten. Ach, da will man euch gar nicht, da kommt ihr ja her. Wenn ihr Paloma nur ein Haar krümmt, dann werde ich euch vernichten und höchstpersönlich in die Hölle jagen. Unser Mister will uns drohen. Mir kommen die Tränen. Los, knebelt ihn und bringt ihn in den Stollen. Ich kann sein Gelaber nicht mehr ertragen. LeFlore, du reitest mit den Männern in die Umgebung und schaust, ob du neue Gäste zu uns bringen kannst. Und enttäusch mich nicht. Amigo, für unsere Gäste nur das Beste. So lange. Dunkle Wolken brauten sich über dem Tal des Todes auf. Doch noch war nicht alles vergebens. Es gab noch 2 Männer, die diesem Unheil entgegentreten wollten. Ihre Namen waren im ganzen Wilden Westen bekannt. Der Häuptling aller Apachen und der Mann, der einst als Landvermesser über den großen Ozean gekommen war, Old Shatterhand. Gerade fuhr die Postkutsche durch diese Landschaft. Sie hatte einen berühmten Mann an Bord. Ach, endlich! Endlich wieder zurück in Amerika! Es ist einfach viel zu lange her! Danke, Kutscher! Ihr könnt jetzt weiterfahren! Macht es gut und passt auf euch auf! Ruhig, Katatitla, ruhig! Auch ich spüre, wir bekommen bald Besuch! Mr. Hawkins! Wann sind wir nun endlich dort? Ihr wisst doch, ich bin Mitglied des Travelers Club London und da möchte man auch irgendwann mal sein Ziel erreichen. Langsam kommt man auch ans Ziel, wenn ich mich nicht irre. Ah, egal, it's 5 o'clock, it's tea time, oh wonderful. Meint ihr, wir begegnen unterwegs Indianer? Ich möchte unbedingt an dem Marterfall stehen. Sagen wir $100 für einen Stierplatz
Und $150 für einen Sitzplatz? Deal, hä? Wie bitte? Wenn ich mich nicht irre. Hier seht ihr meinen Skalp. Ihr habt euren eigenen Teekocher dabei? Ihr seid ein großes Greenhorn, wenn ich mich nicht irre. Aber hier versteckt sich einer. Es belauscht uns einer. Mary hat mir das ins Ohr geflüstert, wenn ich mich nicht irre. Kommt raus, ihr Halunke. Dann bekommt ihr es mit Sam Hawkins zu tun, wenn ich mich nicht irre. Sam! Guter alter Sam! Es tut gut, dich wiederzusehen. Ich wusste gar nicht, dass du neuerdings als Scout arbeitest. Ja, das muss sein, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie musste ich mir die teuren Sachen für Maria leisten können. Ja, guck doch nicht so wie ein Esel. Und ab und zu ein schönes Glas Whisky für den guten alten Sam Hawkins muss ja auch drin sein, wenn ich mich nicht irre. Darf ich mich an diesem wunderbaren Gespräch beteiligen? Lord Sir David Lindsay, my name. And this is my horse, Heracles. Freut mich, euch kennenzulernen, Mister. Aber wisst ihr nicht, dass ihr euch auf gefährlichem Gebiet befindet? Nicht weit von hier ist das Tal des Todes. Also bitte, Greenhorn. Wer ist hier das Greenhorn? Ihr oder ich, wenn ich mich nicht irre, seid ihr das? Der gute alte Sam weiß genau, was er tut. Wenn ich mich nicht irre. Mister, ich glaube, euer Tee ist fertig, wenn ich mich nicht irre. Amigos, Männer, wir haben neue Gäste. Der Boss wird sich freuen. Los, nehmt sie gefangen. Amigo, verdammt, das kann nur die Schmetterlande sein. Caramba! Leg dein Gewehr weg. Charlie, Winnetou kann es nicht zulassen, dass dir Unrecht geschieht. Ich danke dir, mein Bruder. Winnetou ist immer da, wenn man ihn braucht. Seine Taten treffen wie ein Pfeil von einem guten Krieger geschossen. Charlie, mein Bruder, hat den Schmetterschlag angewendet. Was wollten die feigen Weißen von euch? Sie sprachen von Gefangenen in einem Tal des Todes. Ich fürchte, da ist Böses im Gange. Uff, so ist die Legende also wahr. Winnetou musste den Chiricahua patschen. Winnetous Speer haben berichtet, dass die Paloma Nakana in größter Gefahr schwebt. Ja, ich reite mit Sam und Sir David Lindsay zur Paloma, um sie zu warnen. An der Mission treffen wir uns wieder, mein Bruder. Oh, Abenteuer! Wonderful, auf geht's! Meine Tay haben diese bösen Buben mir jetzt verdorben, doch das bekommen sie doppelt zurück. Unweit des Tal des Todes, in der Nähe einer saftigen Büffelprärie, lag das Lager der Chiricahua-Apachen. Sie verehrten den Frieden ebenso wie ihren obersten Häuptling Winnetou, sowie die heilige Paloma Nakana. Krieger der Chiricahua, seid ihr bereit, um zur Paloma Nakana zu reiten? Wir bringen ihr als Geschenk warme Decken für den Winter. Uff, Winnetou, ich grüße dich. Auch Winnetou grüßt seine Brüder die Chiricahua Apachen. Es ist große Gefahr. Winnetou hörte, die Paloma Nakana soll getötet werden. Wir müssen ihr zur Seite stehen. Auch Latanalgut hörte davon. Der eiserne Pfeil soll in den ewigen Jagdgründen verdammt sein. Er öffnet seine Seele dem Feuerwasser. Er ist eine Schande für das rote Volk. Die Chiricahua-Apachen werden dir helfen, Winnetou. Wir waren gerade sowieso dabei, aufzubrechen, um der Paloma Nakana Decken zu bringen. Winnetou dankt euch. Wir werden sofort aufbrechen.
Winnetous Blutsbruder Old Shatterhand ist schon auf dem Weg dorthin mit einigen Freunden. Jeder, der der Padlomanakana Unheil bringt, hat das Recht zu leben verloren. Hau! An den blauen Wassern lag die Missionsstation, in der Palomanakana lebte. Die Mission ist vor vielen Jahren verlassen worden, da die Priester und Mönche weiter südlich weitergezogen sind. Jetzt lebt nur noch sie hier, die Taube der Wälder, Palomanakana. Macht das Tor auf! Da kommen Gäste! Wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Old Shatterhand. Und das sind meine Begleiter, Sam Hawkins und Sir Lindsay. Sir David Lindsay, Mr. Shatterhand, so viel Zeit muss sein. Wenn ich mich nicht irre, sagtet ihr doch, ihr könntet keine Zeit mehr verlieren. Dann bin ich Samuel Falke, um genau zu sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich weiß. Und du bist Mary, wenn ich mich nicht irre. Misch dich nicht immer in meine Angelegenheiten ein, Mary. Das gefällt mir gar nicht, wenn ich mich nicht irre. Mister, die Paloma soll überfallen werden. Winnetou ist bei den Shirikawa, um Hilfe zu holen. Ah, da kommt er schon. Ich grüße Winnetou. Charlie, die Mission ist bereits von allen Seiten umstellt. Die Maricopas greifen gleich an. Doch die Shirikawa-Apachen werden ihnen Antwort geben. Hier, sieh, Latanalgut hat den eisernen Pfeil bereits ergriffen. Latanalgut ist froh, mit so einem Hund zurückzukehren in sein Lager. Wir werden euch alle töten, vor allem die Palomanakana. Das ist Manitus Wille. Und der Wille Sanatakas. Seit wann hört der eiserne Pfeil auf weiße Hunde? Ist er ein Diener des Bleichgesichts? Was wagst du zu sagen, du Apachenhund? Auch du sollst für diese Beleidigung am Marterpfahl sterben. Du hast vergessen, dass du unser Gefangener bist. Du bist außerdem Gefangener des Alkohols. Siehst du, wie er dich zerstört? Hat der eiserne Pfeil noch alle seine Fähigkeiten? Er wurde von uns ergriffen, bevor er angreifen konnte. Wir haben ihn überwältigt. Nein, er hat seine Fähigkeiten nicht mehr. Er hat schon lange verloren. Das Bleichgesicht mit Namen Sonataka im Todestal hat dich gefügig gemacht. Der Alkohol wird uns Indianer alle töten und vernichten. Denn er ist heimtückisch, wie die Weißen. Wir Indianer brauchen sowas nicht. Der Alkohol, er spaltet unsere Völker. Er lässt uns Taten vollbringen, die wir niemals tun würden. Der eiserne Pfeil, möge er auf Manitou, den großen Geist, hören. Ja, Häuptling, diese Brühe macht euch nur verwirrt und krank. Höre auf unsere Worte und denke nach. Du weißt genau, dass es wahr ist, was wir sagen. Winnetou, Shatterhand, der große gute Geist hat euch geschickt. Sonataka wollte uns nur als Diener, für die Drecksarbeit. Doch kein Indianer wird dies tun. Er hat uns nur benutzt. Der eiserne Pfeil fühlt sich schlecht. Könnt ihr mir verzeihen? Mutig ist der nicht den Weg blind bis zum Ende geht, sondern der, wo umkehrt und den richtigen Pfad einschlägt. Wir werden gemeinsam ins Tal des Todes reiten und die Gefangenen befreien. Wir werden Sonataka stellen. Winnetou hat gesprochen. Hau! Gut, so soll es sein. Meine Krieger mögen alles vorbereiten. Wir rauchen die Friedenspfeife. Bei Sonnenaufgang brechen wir auf. Sonataka wird durch meine Hand sterben. Oh, wunderbar! Frieden unter der Sonne Manitus. Das wird eine Story. Die Queen wird platzen vor Neid. Sie werden mich zum Ritter schlagen. Passt nur auf, dass man euch nicht erschlägt, wenn ich mich nicht irre. Winnetou und Old Shatterhand hatten es geschafft, die Indianer für ihre Zwecke zu gewinnen.
Sie würden schon bald das Tal des Todes erreichen. Jener Ort, der so viel Unheil mit sich brachte. Inzwischen kehrte LeFlore zurück. Da bist du ja endlich, du Idiot! Wo warst du so lange? Und wo sind die Arbeiter? Hey, Gringo, caramba! Verdammt! Winnetou und dieses verfluchte Old Shatterhand waren uns überlegen. Wir konnten nichts machen. Seid ihr denn dümmer als diese Helden? Los, geht mir aus den Augen! Wo bleibt der eiserne Fall nur, dieser Schwachkopf? Hier steht er, du weißer Hund! Und Winnetou und Old Shatterhand neben mir. Du hast uns verraten. Dafür sollst du sterben. Ergebt euch, Baba. Ich werde euch aus diesem Tal treiben. Bringt mir meinen Golfschläger. Los, zack, zack. Du, weißer Mann, wirst büßen für deine Taten. Deine Herrschaft ist bald Geschichte. Kommt mit erhobenen Händen heraus. Und wir bieten euch einen fairen Prozess. Ihr könnt mich alle mal. Los, Männer, schießt sie nieder! Oh nein! Verdammt! Die Fackel! Das Quecksilber! Nein! Der weiße Schakal ist tot. Untergegangen mit dem Bergwerk des Todes. Latonagut wird die Siedler aus dem Stollen befreien. Endlich! Endlich! Endlich frei! Ich danke euch allen. Wir haben die Hoffnung schon aufgegeben. Lasst uns diesen grauenhaften Ort verlassen. Wenn ich mich nicht irre, werde ich euch begleiten. Und unser Mister hier, England, auch. Oh, Mary, das gibt kostenlosen Whisky, Mary. Und für dich ein Eimer Wasser, wenn ich mich nicht irre. So long, Winnetou. So long, Shatterhand. Mach's gut. Los, Mary. Was? Hör auf. Das ist die falsche Richtung, Mary. Da geht's lang. Ah. Also tschüss, so long. Eiserner Pfeil dankt Winnetou und Old Shatterhand. Ihr habt mir die Augen geöffnet. Möge Manitou mit euch sein. Akita Manio, Charlie, endlich herrscht wieder Frieden. Nie wieder, sondern weißer oder roter in diesem Tal gequält werden. Dieses Tal soll jetzt nicht mehr das Tal des Todes heißen, sondern das Tal des Lebens. Ja, Winnetou, lass uns reiten, neuen Abenteuern entgegen. Winnetou und Old Shatterhand hatten für Frieden im Tal des Todes gesorgt. Alles Leid hat nun sein Ende gefunden. So wird es immer sein, denn unsere Blutsbrüder haben noch viele Abenteuer, die es zu bestehen und erzählen gibt. Habt ihr Lust auf ein weiteres spannendes Abenteuer, wie zum Beispiel Halbblut mit unseren Helden Winnetou und Old Shatterhand? Dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Darüber würden wir uns sehr freuen. Auch über einen Kommentar würden wir uns sehr freuen. Denn nur so können wir uns stets verbessern und euch immer mehr und bessere Unterhaltung bieten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. So long!